Was hat euch denn als Kind begeistert? Ich weiß meine Antwort vom letzten Mal noch. Soll ich anfangen? Ja. Bei mir sind es damals zumindest die Matchbox-Autos gewesen, so Hot Wheels im Supermarkt. Als ich ein kleines Kind war, immer mit Mutter beim Einkaufen, ich will so ein Auto, sonst hat man mich aus dem Laden auch nicht rausbekommen. Obwohl meine Mutter selber einen Spielzeugladen hatte. Also. Aber warst du so jemand, der sich dann auf den Boden geschmissen hat und so lange geschrien hat, bis er bekommen hat, was er wollte? So schlimm war ich auch nicht, nee. Ich habe immer als kleines Kind gesagt, wenn ich was nicht bekommen habe, habe ich immer gesagt, ich packe meine Sachen und hau ab. Habe ich meine Sachen oft gepackt. Oh, hi. Da Besuch. Hallo. Was ist denn hier los? Guten Tag. Ja. Tschüss. Da war der Chef kurz da. Hey, bist du nicht in Paris gerade wieder? Nee, war ich, aber die Podcast-Aufnahme von dann hatte einen Audiofehler wegen dir, Timo. Deswegen kommt dir jetzt gerade so, als wäre das. Du bist schuld. So Dings, aber ich bin krank, deswegen mache ich nicht mit. Ja, wir haben eigentlich gesagt, du hast einen Dreh, aber okay. Auch einen Dreh. Nee, so schlimm war ich auf jeden Fall nicht, dass ich mich auf den Boden geschmissen habe. Wenn ich früher als Kind was nicht bekommen habe? Du hast dich auf den Boden geworfen. Nein. Sicher? Nein, ganz sicher. Du hast geklaut. Du hast es einfach reingesteckt. Was halten die alle von mir? Du hast irgendwie ins Bein gebissen. Nein. Bist auch abgehauen von zu Hause? Nein. Weil dich niemand mochte? Einfach im Laden versteckt und super toll Run gemacht. Nein, ihr kommt alle nicht drauf. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe dann ein Buch geschrieben, zum Beispiel mit dem Titel Papa kauft mir keine Wendy. Das Spiegel-Bestseller. Buch, ja, auch. Das Buch war ein Comic, wo ich dann Bilder gemalt habe, wie gemein mein Papa ist, weil er mir keine Wendy kauft. Und dann vorher sowas gesagt wie, die liebe Tochter hat so brav beim Einkaufen geholfen. Dann kam sie zur Kasse und das Einzige, was sie wollte, war eine Wendy. Kann ich verstehen, hätte ich auch nicht gekauft. Wurde ihr nicht gewährt und dann so ganz viele Bilder, wie ich einfach so weine, habe ich dann gemalt. Und so mein Papa mit so einem roten Kopf und so Teufelshörnern. Hast du die Bilder noch? Ja, ich habe. Boah, bring mal mit. Ich meine, ich habe die noch, ich muss mal gucken. Ich glaube, auch mal so einen Kühlschrank. Erst hast du so ein bisschen drauf geweint, dass so ein paar Tropfen drauf sind und dann. Und ich habe traurige Songs geschrieben, wie unfair ich behandelt werde in meinem Leben. Ja, nice. Nee, ich habe echt immer meine Taschen gepackt, wollte abhauen, bin dann auch abgehauen. 2 Minuten später stand ich wieder vor der Tür, weil ich nicht alleine gehen wollte. Kann einer mitkommen? Können wir zusammen abhauen? Hattest du aber für diese Autos auch diese Strecken? Und ich hatte mal sowas so mit Looping und so, so richtig. Aber das ist ja eher für die Autos gewesen, die man dann auch aufziehen kann und die dann automatisch fahren. Ja, nee, da gibt es auch so welche mit Motoren, die stellst du dann rein und werden die so nach vorne geschleudert. Die habe ich zu Weihnachten öfter mal gekriegt. Vielleicht 2 Jahre zu alt. Ja. Ich wollte noch sagen, beim letzten Mal habe ich so übelst den Mental Breakdown, wollte ich gerade sagen. Okay. Mitten in der Folge, ich habe es mitbekommen. Mindblowing gehabt, als Luis so sagte, Matchbox-Autos und dann so diese kleinen Autos, dann ist mir eingefallen, also aufgefallen, warum die Matchbox-Autos heißen, weil die so klein sind, weil die in eine Streichholzschachtel reinpassen würden. Und dann war ich hier so, Scheiße. Oh mein Gott, und ich habe das in der Aufnahme gesehen und dachte mir so, alle reden so ganz normal und ich sitze hier wie so ein richtiger Vollidiot und so, ach du Scheiße, ich habe gerade den Durchblick meines Lebens auf einmal gehabt. Aber das hat man öfter, oder? Wenn ich man hatte so das, ein paar Sachen erfährt und man denkt sich so, oha, ist mir nie aufgefallen. Das hatte ich letztens, aber ich weiß nicht mal, ob das sowas ist. Das englische Wort für müde ist ja tired. Heißt es deswegen im Deutschen, man fühlt sich gerädert? Ach so, wegen Tire und dann weiß ich nicht. Sein. Weiß nicht, ob das, das ein Ding ist. Das war ein Mindblow-Moment für mich, aber ich weiß nicht mal, ob es stimmt. Ich dachte so, boah. Den Mindblow verstehe ich aber ein bisschen. Ja, stimmt schon. Ich hatte das damals bei Milka. Weil Milka heißt ja Milch und Kakao. Mach das doch jetzt nicht. Das ist mein Kopf gerade. Wusstet ihr das nicht? Nee. Wusstet ihr, dass Fruchtiger nur Fruchtiger heißt, weil er fruchtiger als andere Getränke schmeckt? Und nicht, weil es ein Tiger ist? Der Tiger kam, glaube ich, erst nach dem Namen. Oder der Tiger kam mit dem Namen. Was war zuerst, der Fruchtiger oder der Fruchtiger? Man weiß es nicht. Es ist ein Rätsel. Ich distanziere mich davon. Es ist ein schwieriges Rätsel. Dustin, was hat dich denn als Kind begeistert? Ich bin beim letzten Mal auch nicht drauf gekommen, aber dann habe ich an die Folge davor gedacht. Oder davor, ich weiß es nicht. Und zwar war es der Super... Nee, das war es gar nicht. Das war von der anderen Frage.
Ja, Mon. Ganz kurz durcheinander gekommen. Nein, doch nicht so vorweg. Ich meine natürlich, als Kind hat mich, was war die Frage eigentlich nochmal? Was mich als Kind begeistert hat. Als Kind hat mich begeistert. Was hat mich als Kind begeistert? Du wolltest Super Toy Club sagen. Papa? Ja, das hat mich auch begeistert, aber ist ja die Frage, die Antwort von einer anderen Frage hier. Also der Super Toy Club hat mich sehr begeistert, muss ich dazu sagen. Ich hatte sehr viele Spiele, die es im Super Toy Club zu spielen gab, und zwar dieses mit den Pinguin in der, nee, mit, oh, doch, ja. War es mit Pinguin oder mit so einem Eisbär? Mit diesem Eisbär, wo man das so genau, da musstest du immer so Würfel rausschlagen, das hatte ich. Und das Allercoolste, ich hatte Laser Light Tennis. Boah, das kenne ich nicht. Das hatte ich so lange, bis meine Katze draufgekackt hatte, aber was passiert hier? Was? Haben wir Halluzinationen? Ja, ich glaube auch. Da ist gerade jemand durchs Bild gelaufen. Sind alle ein bisschen verwirrt. Weg ist er. Zauberei. Ja, Louis, du hast schon gesagt, du hast gesagt, was ja, dich jetzt... Noch nicht. Na, na, erzähl dann mal, Timo. Mal raus. Alles von Pokémon tatsächlich. Also okay. Ich habe angefangen, ich glaube, als die ersten Karten rauskamen, war ich viel zu jung, aber ich muss mir überlegen, also da war ich 6 oder so, da habe ich meine ersten Pokémon-Karten gekriegt und seitdem halt komplett addicted gewesen zu allem, was jemals von Pokémon rausgekommen ist. Also ich habe, glaube ich, alle Pokémon-Spiele, die es gibt, mal gespielt und ja, Pokémon-Figuren, Pokébälle, egal wo wir waren, an jeder Raststätte oder so, ihr kennt doch diese Pokébälle, wo dann so Süßigkeiten drin sind und auch, ich ignoriere das einfach und mache weiter. und diese Figürchen, kennt ihr die? Sag nicht, habe ich mir das eigentlich... Die Figürchen in den Pokébällen? Ja. Boah, da habe ich eine tolle Story zu. Ja, also ne, die habe ich gesammelt, da habe ich auch noch sau viele von. Die habe ich mir früher immer in so eine Vitrine gestellt und die hat man dann hinter mir im Livestream gesehen dann. Du hast als Kind schon gelivestreamt. Nee, aber ich habe so getan. Hallo, meine Follower. Ich hatte bei meinen Eltern nur eine 3000er Leitung, da war das schon. Du schlimm. Hast wirklich so getan, als hättest du gelivestreamt. Ich habe das dann immer aufgenommen. Also du hättest einfach YouTube-Videos machen können, das ist dir schon bewusst, oder? Ja, aber also ich habe das halt quasi so, also mit den Einstellungen und sowas habe ich halt immer viel rumgespielt und habe das dann immer aufgenommen und habe dann so getan, als ob ich live wäre. Und habe immer, wenn meine Eltern reinkamen, dann gesagt, ich bin gerade live. Geh raus, ich bin am Arbeiten. Boah, das hatte ich damals nur mit den Kassettengeräten, mit den CD-Playern oder Kassettenplayer von früher als Kind, wo man sich noch aufnehmen konnte auf Boah, die Kassette. Ich auch so Radiosendung durchgeballert. Boah, das war schon. Aber nochmal zu dem Thema hier, kleine Figürchen. Ich hatte damals in der Grundschule, haben wir die auch alle gesammelt, also auch bei mir in der Grundschule Pokémon auf jeden Fall voll da gewesen. Und ich habe auch so diese Pokébälle dann gehabt und ich hatte einmal ein Dialga. Und Dialga ist eigentlich zu der Zeit auch mit eines der stärksten Pokémon gewesen, die es gab, also war echt gut. Das Problem war, ich war als Kind so, dass ich nur die süßen Pokémon mochte. Und dann ist natürlich ein Junge aus meiner Klasse zu mir gekommen und meinte so, boah, Dialga schon voll cool, aber ich habe einen Plinfer. Oh, und dann habe ich mein Dialga gegen einen Plinfer getauscht, das nichts kann, außer Aquaknarre. Und habe mein übel starkes Dialga dem gegeben. Ich war super happy darüber, bis irgendwann jemand zu mir kam und meinte, ey, wie dumm bist du eigentlich? Aber ich meine, das waren ja Figuren, oder? Ja. Dann ist es ja eigentlich der Hauptvorteil von dieser, oder der, die Haupteigenschaft ist ja eigentlich, dass das cool aussieht, dass es dir gefällt. Oder kann man mit denen irgendwie spielen? Nö. Ich hatte nie so von Deswegen Pokémon. Ist ja egal, ob deine Figur rein theoretisch Aquaknarre oder konnte die wirklich Aquaknarre? Nee. Wäre cool gewesen. Das wäre dann so ein Ding gewesen. Auf einmal kann das andere Telekinese und schießt irgendwelche Gegenstände durch deinen Raum. Das wär's. Das wäre schon cool. Das wäre aber echt cool, ja. Ja, aber das mit dem Pokémon kann ich verstehen, auf jeden Fall. Mhm. Hat mich als Kind auch begeistert. Auch viele bis heute noch sehr addicted, tatsächlich. Ja. Und bei dir? Was hat dich als Kind begeistert? Die Wendy? Habe ich nicht eben schon erzählt? Habe ich nicht? Ich glaube nicht. Du hast nur erzählt, sag mal, wie du dich verhältst. Sag, ja, schon sag mal. Wenn du Sachen nicht kriegst oder nicht bekommen hast. Ich weiß es aber jetzt nicht sei mehr. Sei nicht die Super Toy Club. Nee.
Das ist schon meine Antwort auf zwei Fragen hier. Gib mir eine Sekunde. Was das hat Pferdespiel? Ja, dieses Pferdespiel. Ja. Boah, das habe ich letzte Woche erzählt. Ja, wie nennt man diesen Effekt, den Mandela-Effekt? Mandela-Effekt, ja. Ja, also das habe ich letzte Woche erzählt und das kann ich gerne nochmal erzählen. Ich hatte damals ein Pferdespiel und ich bin mir sehr sicher, dass das in irgendeiner Wendy oder sonst irgendwas drin war, die ich dann auch mal gekauft bekommen habe. Vielleicht ist es einfach so ein imaginäres Pferdespiel, was du dir in so einem Comic erfunden hast, was richtig cool war, aber du konntest es nicht spielen, weil dein Vater so gemein war. Kann gut sein. Ja. Jedenfalls, das war so ein Spiel auf einer CD und damals war das ja so, du hattest es so in PC gemacht, dann hat es 10 Stunden gedauert, bis es auf deinem PC auch spielbar war. Und dann hatte man so eine riesige Welt, es war so ein Open-World-Game mit Pferden und man hat so eigene Pferde gehabt, man musste so Wildpferde einfangen und so an Turnieren teilnehmen und sowas. Das war richtig cool. Ich kann mich noch so genau, also so haargenau daran erinnern, wie ich neben so einem Wildpferd irgendwie dann versucht habe, das einzufangen. Man musste immer genauso schnell und so neben dem reiten, damit man das irgendwie einfangen kann. Man musste so einem Pfad folgen mit so Punkten drauf und den dann genau einhalten oder sowas. Und ich weiß, ich war damals so addicted bei diesem Game. Und ich habe letztens einfach nochmal nachgefragt, als dann letzten Endes mein Vater umgezogen ist und dann ich all meine Sachen da, die ich noch da hatte, so rausgeholt habe. Und ich meinte so, wo ist eigentlich dieses coole Pferdespiel, das ich immer gespielt habe? Er war so, was für ein Pferdespiel? Und ich so, ja, das eine, das habe ich doch so geliebt, ne, mit diesen Pferden dann auch so erzählt. Und er war so, das gab's nie. Ich war so, was? Nee? Und dann er so, du hast nie so ein Pferdespiel gespielt. Und dann meinte ich so, doch, und ich habe alles durchgeguckt. Alle meine CDs, die ich hatte, alle PC-Spiele, in jeglicher Verpackung habe ich dieses Spiel gesucht und es gibt es einfach nicht. Ich kenne den Namen nicht, ich habe Pferdespiele gegoogelt, alle, die es gab zu der Zeit. Also es ist alles nicht das Spiel. Ich habe mir auch verschiedene dann runtergeladen, weil ich wollte halt unbedingt wissen, ob es dieses Spiel gibt. Ach, neue Viren auf dem PC, ja. Einfach nur wegen Pferdespiel. Also hört sich komisch an. Ich glaube, ich habe dasselbe Spiel auch schon gespielt. Ja? Ja. Boah, also jeder, der gerade zuhört, ich habe eine Schwester, so. Ja, aber jeder, der gerade zuhört und sagt, er kann irgendwie so relaten so einem Game, dann... Ich muss da kurz eingrätschen. Also ich das suche war ja, hast du ja quasi letzte Woche schon erzählt und ich habe Michelle davon erzählt. Die kennt und, das auch? Die hat keine Ahnung, wovon du redest. Sag doch nicht sowas! Also, ich habe auch zwei Schwestern und ich hab halt auch irgendwie sowas im Hinterkopf, dass sie auch mal so ein Spiel hatten. Ich habe sofort, mein erster Gedanke war irgendwie sowas, Abenteuer auf dem Reiterhof oder sowas. Ja, so ungefähr. Aber da gibt es halt irgendwie 80 Spiele, habe ich gerade geguckt. Aber würdet ihr sagen, Pferdespiele sind nur was für ein Mädchen? Nee. Nö, ich habe sowas auch mal gespielt, ich fand's ultra langweilig. Na, ich glaube, die kaufen sich halt eher. Let's Play, ich glaube, das ist auch so ein Abenteuer auf dem Reiterhof. Ich habe es auch nur gespielt, weil es meine Schwester eben hatte, so. Sonst. Aber du hättest dir selber nicht gekauft. Nee, selber hätte ich es nicht gekauft. Warum? Da war ich eher so SimCity und so. Das waren und eher Matchbox so meine Spiele. Autos. Und Matchbox-Autos. Minisoldaten. Aber andersherum, ich habe so ziemlich alle Sachen, die mein Bruder mochte, auch gemocht. Also ich mochte auch Star Wars, Yu-Gi-Oh!-Karten. Ich habe mit Lego gespielt. Ich habe mit Hot Wheels gespielt. Also bei mir war da irgendwie nicht so die Grenze von wegen... ich spiele jetzt nur mit Puppen und also ich habe auch mit Puppen gespielt, auch mit Barbie und Polly Pocket und all diesen Sachen, aber ich habe halt genauso auch mit sowas gespielt, was jetzt vielleicht Jungspielzeug wäre eigentlich. Das kann man ja eh nicht mehr verallgemeinern. Also. Ja. Hattet ihr auch so Schleichtiere? Ja. Ja. Was sind Schleichtiere? Ich weiß es halt tatsächlich. Also, ich zeige es ja, dir. Es wurde mir erklärt letzte Timo, Woche. Du kannst ein Bild davon einblenden. Ich glaube, ich schenke dir ein Schleichtier zu Weihnachten. Dann. Meine Mutter hat vom Spielzeugladen bestimmt noch ein paar. Ja. Schleichtiere sind so wie aus... Ach, was sind die? So Hartplastik, Kunststoff, ne? Und wenn die alt sind und der Weichmacher da rauskommt, dann sehen die einfach nicht mehr schön aus. Deswegen sollte man die nach einer gewissen Zeit eigentlich wegschmeißen. Also einfach so Plastik. Ja, genau. Ja, aber die, also früher sahen die viel, viel... teuer teilweise auch. Okay. Das sind früher, sahen die halt richtig, richtig geil aus. Mittlerweile nicht mehr so. Also ich habe mir mal so aktuellere Sachen angeguckt. Jetzt
können, also man kann da mittlerweile die Gliedmaßen und sowas bewegen. Früher war es wirklich nur so eine Figur. Der Rest musstest du mit deiner Fantasie machen. Ich glaube, davon hatte ich bestimmt auch. Achso, ich dachte, du sagst jetzt sowas, Fantasie hatte ich nicht. Nee, Fantasie hatte ich nicht, aber ich hatte so Tiere. War halt langweilig, weil die sich für mich einfach nur standen hier rum. Also doch keine Fantasie. Nee. Ja, und mittlerweile, wie gesagt, kann man da auch Gliedmaßen, so Köpfe und Arme halt bewegen. Und das wusste ich auch gar nicht. Das wusste ich auch nicht, dass das mittlerweile kann geht. Kann man sie auch abtrennen? Ja klar, was beweglich ist, kann man auch abtrennen. Das ist dein Lebensmotto, oder? Habt ihr das bei meinen Barbies früher immer gemacht. So. Nicht den Kopf ab. Nein, nicht den Kopf, aber ich hatte so eine Barbie, da konntest du die Beine abmachen. Und ich glaube auch austauschen oder auch die Füße austauschen. Genau, ich hatte so eine Barbie, die hatte einmal so ganz normale Füße und einmal diese hohen Füße. Du konntest sie austauschen für, wenn die barfuß geht, dass sie so einen normalen Fuß hat. Und wenn, weil die hatte ja immer diese hochhackigen Schuhe an, deswegen war der Fuß immer so gebogen. Auf Zehenspitzen. Ja, aber ja, die Beine habe ich öfter abgemacht und dann so falsch herum wieder dran gemacht, weil ich es lustig fand. Okay. Aber wenn du Einbrecher gespielt hast, hast du trotzdem barfuß die hohen Füße genommen, dass sie schleicht. Ja. Ja, verlagert. Wenn sie wieder deine Waschmaschine oder aus dem Keller geklaut hat. Oder was ich auch immer gemacht habe, mittlerweile finde ich es so creepy, dass ich das gemacht habe. Oh, warte, ich muss mal gerade meinen Hund holen. Die Hunde separieren, die ein Separatio machen. Ja. Okay. Hunde kommen separé. Okay. Genau, was ich gemacht habe, was richtig creepy war als Kind. Und zwar habe ich an meinen Babyborn-Puppen, aber nicht Babyborn, weil die waren aus Plastik, sondern es gab so welche, die waren in der Mitte Stoff. So, ja. Die hatten nur Hände und Füße und Kopf aus Plastik und in der Mitte war so ein Stoffkörper. So ja, aber fühle ich. Ja, die waren halt beweglich. An denen habe ich immer Operationen gespielt. Ich habe da mit rotem Filzstift so eine Linie aufgemacht, oh wo ich Gott, die aufschneide. Und dann habe ich mit einer Schere die aufgeschnitten, so ein bisschen von dem Zeug rausgenommen und dann so getan, als würde ich das reparieren und dann wieder reingemacht. Dann habe ich meine Mama gefragt, ob die mir die nähen kann. Das habe ich aber mit Kuscheltieren auch gemacht. Hast du auch gemacht? Mit Kuscheltieren. Also ich habe immer nur die Baby-Dinger von meinen Schwestern geklaut. Die habe ich nie kaputt gemacht, glaube ich. Weiß ich nicht. Nehmt mal gerne Bezug, Schwestern von Timo. Aber ich habe das auch teilweise mit Kuscheltieren gemacht. Und bei Toy Story 1 gab es ja diesen bösen Jungen, der die Spielzeuge dann falsch wieder zusammen gemacht hat. Das warst du. Jo. Oh nein! Ja, ich sehe dich da auch irgendwie so ein bisschen. Dann immer schön so diesem einen Ding eine Glatze rasieren, dann irgendwie so eine Eil oben drauf stecken. Autschi. Ja, ich wollte früher eigentlich Arzt werden. Ich habe Kopftransplantation geübt. Gott sei Dank bist du hier. Konnte gelandet. Keiner danach laufen. Ja. Ist beruhigend, dass wir im gleichen Büro sitzen. Ja. Notfallmedizin läuft. Du brauchst keine Angst haben, Dustin. Ja. Eben hast du mir schon irgendwas auf den Hinterkopf gezeichnet mit so einem roten Stift. Was hattest du vor? Gar nichts. Ich habe gedacht, du schläfst. Was ist das denn mal? Eine Transplantation. Ja. Keine Sorge, bist die Nummer 7. Ja, sehr gut. Haben wir noch eine Frage? Ja, wir haben sogar noch 3. Ui, dann schieß mal los. Was war das schönste Geschenk, das ihr je bekommen habt? Super toll. Ah, nee, warte. Die Antwort auf alles. Boah, das ist eine gute Frage. War die letztes Mal mit dabei? Ich glaube, ich habe die letztes Mal einfach vergessen. Ja, ich glaub, aber wurde, sie steht mit dabei. Ich komme mir auch sehr neu vor, die Frage. Aber ist doch toll. Aber bisschen gut, bisschen ja. Nicht so gestellt. Ja, bisschen Grips anschalten. Ja. Ich glaube, mein schönstes Geschenk, was ich damals bekommen habe, war von meinen Eltern mein Schlagzeug, mein allererstes. Weil ich würde schon sagen, dass mich das ein bisschen geprägt hat, weil ich sehr gerne Schlagzeug spiele, auch heutzutage immer noch. Und das hat, glaube ich, sehr viel, also begleitet mich sehr lange jetzt schon dieses Geschenk, dass ich halt, also ich habe das nicht mehr, das Schlagzeug, aber ich spiele noch Schlagzeug, dementsprechend fand ich das sehr schön. Ich habe es mir damals sehr, sehr, sehr gewünscht und meine Eltern meinten, nee, das ist zu laut. Und dann dachte ich so, oh, vielleicht ein elektronisches und ich meinte, nee, ist zu teuer. Und dann hatte ich eigentlich schon keine Hoffnung mehr und dann unterm Weihnachtsbaum lag es dann. Voll war schön. Dann aber auch sehr offensichtlich, weil so ein Schlagzeug erkennt man schon, wenn es eingepackt ist.
War's schon das aufgebaut? Wäre geil gewesen, aber nee, leider nicht. Wie war das bei euch an Weihnachten? War so, ihr seid morgens aufgestanden und die Geschenke waren da? Musstet ihr bis abends warten und die Geschenke waren unterm Baum? Also ich kann gerne mal erzählen, wie es bei mir war. Meine Mama hat sehr lange versucht, die Tradition aufrechtzuerhalten, dass es den Weihnachtsmann gibt. Mhm. Mir hat damals meine Grundschullehrerin sagen müssen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, weil ich da sehr lange... Wir hatten das Christkind immer. Ja. Vor dem hatte ich Angst. Ja, meine Mama stand mal mit mir am Fenster und meinte, und dann hab das Christkind rein. Ich habe angefangen zu weinen und meinte, warum kann das einfach in unser Haus rein? Ich wollte die Waschmaschine angucken. Jedenfalls, wir haben das dann immer so gemacht, dass wir abends zu meiner Oma gefahren sind. Und während wir bei meiner Oma waren, ist quasi dann der Weihnachtsmann gekommen. Und dann hat meine Mama das dann entweder so gemacht, dass mein Bruder zuerst mit mir ins Auto gegangen ist und sie hat dann schnell die Geschenke hingelegt oder sie ist halt vor uns ins Haus reingegangen und hat die Geschenke da hingelegt und hat halt, also als Kind checkt man das ja nicht, wenn die Mutter so sagt, ja bleib mal kurz hier, ich muss kurz zuerst rein, ich muss gucken, ob der Weihnachtsmann da war, dann bleibst du halt da stehen, ne? Da denkst du nicht drüber nach. Und so wurde das bei uns damals irgendwie diese Tradition aufrechterhalten und auch als wir es wussten, haben wir dann trotzdem immer zuerst zu Oma und dann, wenn wir zurückkamen, dann war Geschenkezeit. Wie war es bei euch? Also bei uns war das ähnlich, nur dass es dann immer mit der mit dem Kirchenbesuch dann stattgefunden hat. Also mein Vater hat sich immer schön rausgezogen und hat dann zu Hause immer alles aufgebaut. Mhm. Aber es war dann halt an dem Abend von, also an Heiligabend selber, am Abend dann. Und ja, dann hat er immer die Geschenke, alles aufgebaut und wenn wir dann zurück nach Hause kamen, dann stand halt alles da und dann gab es Essen, Bescherung. Erst Essen, dann Bescherung? Ja, meistens, also bei uns gab es immer Raclette und da frisst man halt den ganzen Abend von. Mm. Und dann haben wir immer erst ein bisschen gegessen, dann Bescherung und dann weiter gegessen. Ah, ja. Möchtest du zuerst oder? Kann ich, sonst dein Geschenk, dein Lieblingsweihnachtsgeschenk noch. Hat er doch gesagt. Hast du gesagt? Schlagzeug. Ach, Schlagzeug. Das Schlagzeug. Das Schlachterzeug. Das Schlagzeug. Also so ein Beil, so ein Fünfjähriger. Boah, bei Geschenk bin ich mir gar nicht sicher. Ich fand es damals immer cool, so ferngesteuerte Autos und so geschenkt zu bekommen. Oder eben Lego, was man dann direkt mit der Familie an Weihnachten zusammen aufbaut. Und wir so eine große Lego-Eisenbahn, das war schon immer cool. Da hingen wir Söhne dann den ganzen Abend einfach nur noch am Tannenbaum an der Eisenbahn und haben Lego gezockt. Und das war schon eine coole Zeit. Sonst Weihnachten haben wir auch immer verbracht. Wir sind immer mit der Familie in die Kirche gegangen, was ich gehasst habe. Erst recht gab es da immer so einen Pfarrer, der hat immer Werbung für Bier, für bayerisches Bier und Brot gemacht. Hä? Ja. Ist das dein Vater? Der hat einfach real für Tegernseer Bier und für die Hofbraupfisterei, Bäckerei, glaube ich, so Werbung. So weird irgendwie. Das ist ganz in Bayern, komisch. Wie der Alkohol so echt das, doll ja. zelebriert wird. Ne? Ich habe Kirche immer gehasst. So. Aber das Bier war gut, nie. Ne? Ja, gab es leider nicht in der Kirche. Wein gab es, glaube ich, immer. Ich glaube, das ist doch so ein Kirchen. Ja. Ich bin da nicht so. Ja, vielleicht war das bei euch dann so, dass dann einfach so Werbepartner reinkamen. Du hast keine Hostie mehr bekommen, sondern so ein Pringle. Sour Cream and Onion direkt in die Fresse. Und dann schluck Bier. Jeder hat anstatt so Oblatenchips gekriegt. Nee, und dann sind wir alle heim, haben gegessen und mussten wir Kinder uns dann alle ins Zimmer einsperren, bis Christkind kommt, wurde geläutet, dass wir wissen, okay, Christkind war da, dann durften wir rüberkommen. Kinder sind so leichtgläubig, ja, das ist schon. So dumm. Ja. Wir haben es anfangs auch geglaubt. Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich zu Luis, also wir haben uns halt auch getroffen mit der Familie, ich habe ja beim letzten Mal schon mal erzählt gehabt, dass meine Tanten und sowas halt auch, also wir haben mit der ganzen Familie relativ nah aneinander gewohnt und dann, als wir noch alle ganz klein waren, haben wir uns dann mit der ganzen Familie immer bei uns getroffen oder mit dem Großteil der Familie zumindest und sind dann auch in die Kirche. Ich hatte da nie Bock drauf, ich habe immer so getan, als ob ich krank wäre, damit ich ja zu Hause bleiben kann, hat nie funktioniert. Und als wir dann aus der Kirche zurückkamen, war das dann auch bei uns, dass wir uns dann alle gemeinsam in ein Zimmer gesetzt haben, sollten da halt, keine Ahnung, 10, 20 Minuten irgendwelche Spiele spielen oder sowas. Und irgendwann wurde auch ein Glöckchen geläutet, da hieß dann, das Christkind war da. Mhm. Ja, und irgendwann ab so einem gewissen Alter war es dann so, ja, du musst halt mit, weil meine Geschwister sind nur 3 Jahre jünger als ich. Du musst halt mit, damit die das noch nicht checken. Ja. Und du sitzt dann da und denkst dir so, boah, das ist so
dumm alles. Voll. Aber wir haben bei uns auch immer noch mitgespielt und meiner kleinen Schwester dann immer noch aus dem Fenster gezeigt, dass das Christkind da gerade fliegt. Oh, das ist aber süß. Ja, aber das hat mein Bruder auch immer gemacht. Also der ist auch, wir hatten auch teilweise Weihnachten, dann kamen wir von unserer Oma zurück und meine Mama hat gesagt so, nimm mal deine Schwester mit ins Zimmer, spielt ihr was so, weil mein Bruder ist fast 8 Jahre älter als ich, der wusste sehr viel früher, dass der Weihnachtsmann nicht existiert. Aber der hat dann auch mal mitgespielt und hat versucht, das irgendwie so aufrechtzuerhalten. Ich finde das süß. Meine Eltern haben es sogar so weit getrieben, dass an Nikolaus, der Nikolaus zu uns gekommen ist, das war mein Onkel, meine Mama auch gemacht. Oh mein im Kostüm. Gott. Ja. Und also es ist, glaube ich, ein oder zweimal vorgekommen, weil ich beim ersten Mal schon so smart war, dass ich direkt Schlussfolgerung konnte, weil mein Onkel kurz darauf, nachdem der Nikolaus weg war, unten durch die Tür reingekommen ist und meinte so, ach, wie geht's euch denn? So, das war's schon du gerade. Aber könnt mich exposed. Nicht verarschen. Der Onkel einfach dachte, er kriegt jetzt einen Oscar für diesen Auftritt und wird einfach von einem 6-Jährigen entlarvt.